Half-Life Alyx ist ein fantastisches Spiel, aber die Einstiegshürde ist nicht allzu gering. Man braucht nämlich irgendein VR-Gerät. Das muss nicht unbedingt das teuerste sein, aber so billig sind selbst die preiswertesten nicht. Inzwischen gibt es aber eine Möglichkeit, das neue Valve-Spiel auch ohne VR-Geräte zu spielen. Spielen würde ich gerne sagen, aber ob das wirklich schon Spielen in Verbindung mit Spaß ist, vielleicht eine andere Frage. Wie das funktioniert und wie gut es funktioniert, also ob man sich Half-Life VR ohne VR kaufen und auch genießen kann, das kann uns mein Kollege Michael Obermeier beantworten, denn er hat sich da reingewagt. Und Michi, du hast Kopfschmerzen? Ja, das beschreibt es schon ganz gut. Also mir dröhnt jetzt ganz schön der Schädel. Und die ganze Zeit während diesem Unterfangen, das auszuprobieren, ist mir dieses Jurassic Park-Zitat hier aus dem Kopf gegangen. Die Wissenschaftler waren so damit beschäftigt, zu überlegen, ob sie etwas tun können, dass sie niemand überlegt hat, ob er das auch tun sollte. Denn man kann Half-Life Alyx tatsächlich jetzt mit Mods auf einem PC ohne VR-Headset spielen. Die große Frage ist aber, sollte man das wirklich tun? Wir müssen eingangs, glaube ich, ein paar Sachen klarstellen. Also zunächst mal zu meiner Person. Ich möchte jetzt hier nicht als der VR-Snob abgestempelt werden, der jetzt hier sich über alle erhebt und alle runtermacht, die das jetzt ohne VR-Headset spielen wollen. Ja, Half-Life Alyx ist mit einem VR-Headset ein großartiges Erlebnis. Ich kann das jedem nur empfehlen, der das die Möglichkeit dazu hat. Aber ich verstehe auch, wie du eingangs schon gesagt hast, es kostet einen Haufen Geld. Und es gibt jetzt abseits von Half-Life Alyx auch nicht so viele gute Argumente, die auf dem gleichen Niveau sind, dass man sich so eine teure Brille kaufen kann. Also ich verstehe durchaus diesen Drang, man will das Spiel quasi jetzt ohne VR-Headset spielen und dazu gibt es diverse Möglichkeiten. Was zum Beispiel eine Möglichkeit ist, es gibt eine Developer-Version, eine frühere Version von Half-Life Alyx, die man dann so spielen kann wie Half-Life 2. Also quasi einfach, das Gameplay ist im weitesten Sinne so wie Half-Life 2, du hast also die Waffen aus den alten Spielen. Das bringt dir aber nicht viel, weil du damit eben das, was das Spiel besonders macht, einfach komplett umgehst. Also diese ganzen Bewegungssachen, du benutzt deine Hände, um mit irgendwas zu interagieren, das gibt's alles gar nicht. Und teilweise kann man das auch dann nur mit Konsolenkommandos irgendwie Türen öffnen oder irgendwelche Mechanismen bedienen. Das ist also die eine Variante, die habe ich mir jetzt aber nicht im Detail angeschaut. Was ich mir im Detail angeschaut habe, ist eine Emulation von einer Virtual Reality für Maus und Tastatur und einen flachen Bildschirm. Also das, was man normalerweise mit einem Headset auf dem Kopf und diesen Controller in den Händen macht, das macht man mit Maus und Tastatur. Das ist alles erstmal diese Tools, die man dazu braucht. Die sind erstmal kostenlos, aber das Ganze ist nicht ohne, weil es gibt momentan auch noch keinen komfortablen so Setup-Wizard. Man drückt einfach irgendwie auf eine Excel und dann ist das alles installiert und fertig, sondern es erfordert schon einiges an Gefrickel. Man muss Ordner kopieren, man muss in INI-Dateien Sachen reinschreiben, man muss neue Software installieren, neue Treiber installieren. Also es ist nicht ganz trivial, gibt aber eine Anleitung dazu, die verlinke ich euch auch unten von dem Ersteller von diesen Sachen und damit habe ich das eigentlich auch ganz gut hingekriegt. Das Schwierige an der ganzen Geschichte ist, wenn man das alles dann installiert hat, also ich habe ungefähr eine halbe Stunde gebraucht, bis es dann so lief, dann kommt schon mal die erste Ernüchterung, weil es wäre wahrscheinlich besser gewesen, wenn ich Half-Life Alyx vorher nie mit einem VR-Headset gespielt hätte, weil es ist schon was ganz anderes. Also es ist schon mal dieser Eingangs-Wow-Effekt, wenn man schon das erste Mal in dieser Welt, dieser virtuellen Welt steht, der fehlt halt einfach komplett. Es ist halt einfach nur, wie wenn man sich das aus einem Video anguckt, man sieht es einfach nur flach und dann hat man sich ja noch nicht mal bewegt, weil dann geht eigentlich erst das los, warum ich da so große Probleme damit habe. Dieses ganze, meine Hände werden jetzt mit Maus und Tastatur gesteuert, hat halt zig Fallstricke und Probleme, die es mit sich bringt, weil ich kann zwar mit der Maus meine Blickrichtung verändern und auch meine, also wo ich dann hingucke und die Hände folgen dann einfach die ganze Zeit an meinen Blickwinkel angeklebt, aber so Sachen wie ich möchte zum Beispiel weiter in den Raum greifen, ich möchte meine Hand drehen und sowas, das muss man alles mit dem Gedrückthalten von irgendwelchen Keyboard-Tasten machen. Und das ist schon ganz am Anfang, muss man einfach nur seinen Zeigefinger ausstrecken und auf so einen Knopf an einem Funkgerät drücken. Weißt du, wie lange ich gebraucht habe, um das hinzukriegen? Weil du ja quasi so völlig ungelenkt deinem Finger in dem Raum rummarschierst. Also, das ist schon irgendwie eine totale Tortur. Dann ist das nächste Ding die Technik. Also, während das jetzt auf der Valve Index alles optimiert ist und das eigentlich eine idiotensichere Experience ist, ist das natürlich alles
von einem, ich würde sagen, begabten Bastler gebaut worden, aber das ist natürlich alles nicht darauf ausgelegt, dass man das ohne ein VR-Headset spielt. Das heißt, in Sachen Stabilität und Performance ist es halt auch nochmal so viel schlechter als das eigentliche Spiel. Das heißt, das Spiel stürzt halt pausenlos ab. Es kann sein, wenn man irgendwie muss dauernd rein und raus tappen, weil man zwei Bildschirme, zwei Anwendungen gleichzeitig betreiben muss. Eine Anwendung emuliert dieses VR-Headset, die andere Anwendung ist das eigentliche Spiel. Du guckst quasi wie durch so eine Art Fernrohr auf das Spiel drauf. Das heißt, du musst immer zwischen solchen Anwendungen hin und her tabben. Das heißt, die Performance ist schon optimierungsbedürftig und dann kommt das nächste Problem mit dazu. Das ist die ganze Sache, das ganze Thema Spielbalance. Denn man kann das eigentlich nicht gut spielen. Also es wird jede simpelste Aufgabe wird zu einer unglaublichen Tortur. Und du kannst das eigentlich auch nur auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad und stellenweise auch nur mit God-Mode-Cheat spielen, einfach weil du halt so unfähig bist. Also diese ganzen Geschichten auch, wie lade ich eine Waffe nach? Normalerweise drücke ich eine Taste auf dem Controller, fliegt das Magazin raus, dann greife ich an meinen Rücken, um aus dem Rucksack was rauszuholen. Das muss man auch alles irgendwie mit diesen komischen Kontrollen machen. Also es gibt Shortcuts dafür, aber das ist halt wie, ich weiß nicht, so wie wenn du Dance Dance Revolution mit der Tastatur spielst. Das ist ein schlechtes Beispiel. Wenn du Super Mario 64 versuchst, in 2D zu spielen, auf dem Super NES. So, es fehlt halt einfach das Fundamentale, was das eigentlich zu einer großartigen Erfahrung macht. Und ich kann eigentlich dieses Spiel nur den Leuten empfehlen, die Half-Life Alyx schon mal in VR erlebt haben und jetzt einfach so ein bisschen basteln und gucken wollen, was möglich ist. Aber bitte, 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 lasst das nicht euren ersten Berührungspunkt mit Half-Life Alyx sein, weil selbst wenn ihr euch dann die Kosten spart für ein VR-Headset, Geld dann für das Spiel auszugeben und es so zu erleben, ihr bescheißt euch selbst. Macht das nicht. Das ist wirklich, wirklich schlimm. Wie ist es dann ganz kurz nochmal? Du hast gesagt, du hast diesen anderen Weg nicht ausprobiert mit dieser Developer-Version, aber weißt du zufällig, wo kriegt man die denn her? Ist das eine freischaltbare Version über Steam oder wie kommt man da ran? Also offiziell, nicht öffentlich drüber reden? Offiziell kann man die nicht einfach so herunterladen. Das hängt alles damit zusammen, dass es auf Steam vom Entwickler her werden frühere Entwicklungsversionen eines jeden Spiels als Backup nochmal abgelegt, was dazu gedacht ist eigentlich, dass wenn Entwickler ihr Spiel zerschießen mit einem Patch, können sie quasi nochmal die alte Version wiederherstellen. Davon gibt es oder gab es eine Version von Half-Life Alyx, die noch lauter Tools eingeschaltet hatte, mit denen man eben ohne VR diese Sachen spielen kann. Einfach nur, um schnell mal in ein Level reinzuspringen und das auszuprobieren mittels der Source 2. Und das war damals halt nur für Bugfixing gedacht. Sie haben das aber vergessen zu deaktivieren. Das heißt, mit zusätzlichen Tools kann man sich diese alte Version rauslassen und daran entwickeln. Dadurch, dass jetzt eben ja auch Workshop-Support für Half-Life Alyx nach und nach kommt, wird wahrscheinlich auch mehr in diese Richtung passieren. Aber Stand jetzt, das, was ich ausprobiert habe, diese True Open VR-Lösung, so heißt das, ich kann es einfach nicht empfehlen. Es macht einfach keinen Spaß. Es ist eine nette Bastelei, aber bitte probiert das nicht aus, wenn ihr Spaß haben wollt. Also dann eher als Alternative, wenn man sagt, man will das Spiel trotzdem sehen, kann sich jetzt aber vielleicht kein VR-Headset leisten oder will sich vielleicht auch nicht leisten, weil einem vielleicht immer zu schlecht wird oder so. Aber man will diese Story erleben, weil das hast du ja auch oft erzählt, dass das auch schon allein wegen der Story für Half-Life-Fans sehr wichtig ist, das Spiel tatsächlich. Ja. Nicht nur cool, sondern wichtig. Dann Let's Play schauen oder was? Tatsächlich. Was ist die Alternative? Ich meine, normalerweise sagt man ja immer, Let's Play schauen beraubt dich quasi der eigentlichen Spielerfahrung, weil du es nicht selber machst. Aber in dem Fall ist es einfach so viel komfortabler, als selber dir hier die Arme zu brechen auf dem Keyboard, um einfachste Sachen zu machen. Guckt einfach ein Let's Play von jemandem, der das halt durchspielt, dann kriegt ihr die Story auch mit. Oder, und das ist halt einfach das Nonplusultra, spielt es selbst mit einem VR-Headset. Besser wird's nicht, aber das ist wirklich nur für Hardcore-Bastler gedacht. Jetzt hast du aber eingangs gesagt, dass du Kopfschmerzen hast. Wieso das denn? Normalerweise hat man doch Kopfschmerzen, wenn man die VR-Version spielt. Das ist mich überrascht, weil tatsächlich dieses ganze Rumprobieren, es geht ja dann ganz oft auch um, wie ist der Vergrößerungseffekt oder wie ist der Abstand von der Brille, der da emuliert werden soll, das muss man eben auch ein bisschen einstellen. Und das ist dann schon übelkeitserregend, bis man dann den richtigen Wert gefunden hat, weil es eben nicht so von Valve getestet ist, sondern man pfuscht halt selbst in solchen Editor-Files rum und verlässt sich auf Feedback von Leuten, die das halt auch einfach nur so amateurmäßig ausprobiert haben und das über eine längere Zeit. Es belastet dann. Also es hat mir tatsächlich mehr Kopfschmerzen bereitet, jetzt einfach mal 2 Tage das auszuprobieren, als irgendwie ganz Half-Life Alyx mit VR-Headset durchzuspielen. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht.